Wir hatten heute offizielle Trainingszeit im großen Stadion und haben da so ein bisschen die Möglichkeit gehabt, uns einzugewöhnen, auch mit dem Field, mit den Richterhäuschen, die da jetzt schon stehen und die ganze Dekoration, die sehr aufwendig ist, mit jede Menge Blumen. Und aber ich glaube, mein Pferd hat sich recht wohl gefühlt und der von der Renate auch. Wie das natürlich dann ist, wenn dann 20.000 Leute da drinnen sitzen, werden wir erst sehen, weil dann wird die Atmosphäre schon einmal ein bisschen gespannter. Das ist einfach ein Geräuschpegel oder eine Anspannung, die dann die seinesgleichen sucht. Aber man kann so versuchen, einfach ein paar Situationen herzustellen, wenn man sagt, dem Pferd begegnet irgendwie was Ungewöhnliches und wie reagiert er dann, wie kann ich ihm Ruhe geben, und das haben wir versucht. Schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Es ist ein sehr schönes Stadion, super gelegen, toller Ausblick und es hat schon was. Naja, natürlich hat man gewisse Erwartungen an sich selbst, aber natürlich ist die erste Erwartung an mich von mir, dass ich eine ordentliche Prüfung reite, dass ich versuche, die Höhepunkte rauszureiten, möglichst fehlerlos. Und wie uns das gelingt, werden wir dann sehen, aber an sich ist er gut drauf und ich bin ganz zuversichtlich. Eine Strahlkraft hat es auf jeden Fall, vor allem dieses Sportartenübergreifende, weil sonst sind die Reiter halt immer eher unter sich und die anderen Sportarten natürlich auch. Möglichst Ruhe bewahren, dem Pferd die Sicherheit geben, eigentlich auch selber die Sicherheit behalten, nur einzelne Lektionen ein bisschen verfeinern, das Pferd bei Laune halten und versuchen, möglichst fokussiert die Arbeit genau zu machen und ja, dann am Freitag hoffentlich über die Prüfung reiten. Ansonsten versucht man eigentlich nicht irgendwas zu verändern, sondern die Sachen, die gut funktionieren, weiter so zu halten.